Also hallo, ich habe mit meinen Enkelkindern jetzt schon häufig telefoniert, aber ich habe gehört, man kann auch eine Videoübertragung hier mit ihnen haben. Könntest du mir das erklären, bitte? Danke. Hallo Dietrich, heute erkläre ich dir, wie du einen WhatsApp-Videoanruf tätigst. Du nimmst dein Handy und entsperrst es wie die letzten Male. Meins ist jetzt schon entsperrt. Du musst bei WhatsApp raufgehen. WhatsApp ist ein grünes Symbol mit einer weißen Sprechblase und einem weißen Hörer. Da drückst du bitte drauf. Hier oben rechts beim Stift mit dem Papier musst du einmal raufgehen und hast hier oben eine Suchleiste. Da musst du den Namen der Person eingeben, mit der du gerne telefonieren möchtest. So, ich möchte Benjamin Gaum anrufen. So, dann wähle ich den Kontakt aus. Hier oben rechts, der Hörer, ist das Symbol für einen Sprachanruf. Und daneben, die Kamera, ist das Symbol für einen Videoanruf. Da drückst du drauf. Moin Gaumi, ich möchte Dietrich eben mal erklären, wie man einen Videoanruf tätigt. Hier unten links, Dietrich, kannst du deine Kameraeinstellung drehen. Jetzt hast du die Außenkamera und wenn du nochmal drauf drückst, siehst du dich selber. In der Mitte kannst du das Video ausstellen, sodass die Person, mit der du telefonierst, dich nicht sieht. Und ganz rechts kannst du dich auf Stumm stellen, sodass die Person gegenüber dich nicht hört. So, das war's auch schon. Der rote Knopf mit dem weißen Hörer, damit legst du auf. Danke, Gaumi. Tschüss. Genau, ich hoffe, du hast es verstanden. Ist eine super Nummer, das so zu benutzen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich möchte mich nochmal für deine Hilfe bedanken. Ich habe mit meinen Enkelkindern telefoniert, ich habe sie gesehen. Es war wunderbar. Danke nochmals. Der polizeiliche Hinweis. Mittlerweile werden mit Hilfe von Diensten oder Anwendungen wie WhatsApp, Snapchat oder Instagram massenhaft Bild- und Videoaufnahmen, vor allem mit dem Smartphone, angefertigt und dann im Internet verschickt. Sobald auf diesen Bild- und Filmaufnahmen jedoch Personen abgebildet sind, muss man das Recht am eigenen Bild dieser Person beachten. Im schlimmsten Fall kann man sogar eine Straftat begehen, sollte man ungefragt und unerlaubt diese Bilder anfertigen bzw. im Internet verbreiten oder veröffentlichen. Nochmal, auch WhatsApp ist Internet. Bitte seien Sie vorsichtig. Fragen Sie vor Anfertigung von Foto- oder Bildaufnahmen die abgebildeten Personen um Erlaubnis. Fragen Sie auch um Erlaubnis und das Einverständnis, wenn es darum geht, solches Bild- und Filmmaterial im Internet zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Weiteres Informationsmaterial finden Sie in dieser Broschüre oder unten in der Beschreibung.